Hallihallo, liebe Freunde auf Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und Co. Hier ist der Jörg von Bodemotion und im heutigen Video erzähle ich euch, was ich mit auf meiner Reise nach Italien genommen habe. Jeder von euch wird es kennen, wenn ihr denn einmal im Urlaub wart oder wenn ihr euch gerade darauf vorbereitet, in den Urlaub zu fahren. Und zwar geht es darum, was nimmt man von diesem ganzen teuren, vielfältigen und sorgsamen zusammengekauften Kamera-Equipment alles mit. Nun, ich bin für mich, glaube ich, ein recht einfacher Typ. Das heißt, ich will weder viel schleppen, noch möchte ich sag mal, unnützes Zeug dabei haben, denn unnützes Zeug kostet auch bei der Anschaffung, zumindest wenn man es dann nicht braucht oder es kaputt geht, immer Geld. Beim Geld bin ich nicht böse, deswegen lasse ich es lieber dort, wo es besser aufgehoben ist, nämlich zu Hause in meiner Tasche, also in meiner Shooting-Tasche. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, auch gerade wenn man mit der Zeit etwas mehr zusammengesucht hat, was nehme ich denn mit? Also viele Objektive, nehme ich vielleicht noch 5 Speicherkarten mit, welche Taschen, Stative, Blitzzubehör und. Die ganze Liste ist ziemlich aufwendig und lang. Und dieses Jahr habe ich mir andere Gedanken gemacht. Zuerst bin ich immer den Weg gegangen, einfach alles mitzunehmen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass man dann ganz schnell entweder Dinge zu Hause lässt oder sich nicht entscheiden kann. Und das fand ich sehr unbequem. Das wollte ich dieses Jahr ändern. Deswegen habe ich mir von meinem Vater eine vielleicht etwas unmodern aussehende, aber unfassbar praktische Kameratasche gemopst. Und in diese Kameratasche, die ja jetzt in ihrer Größe etwas begrenzt ist, habe ich mein Zeug getan. Fangen wir mal an. Also, natürlich, ganz klar, ich fahre nach Italien, ich fahre in ein sonniges Land, ich fahre in ein Land mit schönen Landschaften. Ich gehe also nicht in die Antarktis, auf Safari oder ähnliches, wo ich weiß, dass die Landschaft zwar genauso toll ist, aber sehr viel weitläufiger. Also habe ich mich dafür entschieden, als Grundausrüstung meine Kamera auszuwählen, in diesem Fall eine Vollformat und in meinem Fall eine Canon 5D, das kann aber auch gerne alles andere sein, das ist nicht weiter wichtig, und ein Weitwinkelobjektiv, in diesem Fall das 17 bis 40 mm, auch von Canon, weil ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Jetzt fragt ihr euch, was? Ein Zoom-Objektiv beim Jörg? Ganz genau, das einzige in meiner Sammlung. Normalerweise arbeite ich mit Festbrennweiten, auch das wäre denkbar, allerdings würde ich dann schon eher empfehlen, dass man ja 2 bis 3 verschiedene Brennweiten mitnimmt, einfach um einen gewissen Bereich abdecken zu können. In diesem Fall mit 17 bis 40 mm war ich gut bedient. Eine Blende von 4 ist in diesem Fall fast egal, denn sind wir mal ehrlich, bei viel Sonne blendet man auch ab und Porträts macht man anders. Also, Kamera, natürlich, Zoom-Objektiv, Ultraweitwinkel bzw. Weitwinkel, eigentlich Pflichtprogramm. Für Street-Fotografie ideal, für Landschaftsfotografie ideal. Man kann das Ding einfach immer am Mann haben und ich bin für eigentlich fast alle Gegebenheiten gerüstet. Ja, natürlich kann ich nicht in den Telebereich gehen damit, aber dazu kommen wir gleich. Also, als nächstes natürlich, weil irgendwie das lässt man sich auch nicht nehmen, möchte ich auf die Eventualität gefasst sein, doch mal ein Porträt zu machen. Das heißt für mich, als Kompromiss ganz einfach ein 50 mm mit der Blende von 1,8. Mehr nicht? Nein, mehr nicht. Ich habe mich ganz bewusst eingeschränkt auf diese beiden Objektive. Zum einen, ich hatte es gerade angesprochen, ich bin nicht auf einer Safari, ich brauche nicht in den Telebereich gehen. Ich brauche auch keine weiteren Festbrennweiten, weil den unteren Bereich habe ich mit meinem Zoom-Objektiv abgedeckt. Und einen Porträtbereich mit 50 mm. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht nervös, weil er sich denkt, ja, da geht ja noch was. Und er hat auch vollkommen recht. Allerdings bin ich der Meinung, je weniger ihr habt, umso mehr müsst ihr euch auch einstellen. Oder je weniger müsst ihr euch, zu Kompromissen überreden. Oder umso weniger müsst ihr auch Entscheidungen treffen. In diesem Fall habe ich mich tatsächlich angelehnt an die
National Geographics Fotografen, weil diese einfach auf ihren Reisen darauf angewiesen sind, wenig Gepäck mitzunehmen. Jetzt ist die Kamera schon fett genug, auch das Objektiv hat einiges an Gewicht und Größe und von daher ist ein 50 mm aus meiner Sicht ideal. Ja, was haben wir sonst noch drin? Lass uns mal schauen in diese Wundertasche. Selbstverständlich habe ich noch ein Ladegerät, damit der Akku auch wieder aufgeladen werden kann. Ich habe, weil ich natürlich auch dann weiß, ich gehe auf Landschaft, habe ich mein Filterset, ja, also Verlaufsfilter, Graufilter und so weiter. Dann habe ich noch in der Seitentasche, ein bisschen schwierig, entsprechende Halterung für meine Filter, damit ich die auch vorne aufs Objektiv bekomme. Und weil ich, wie soll ich sagen, damit einfach Erfahrung gemacht habe, das kann man natürlich auch kompensieren, habe ich noch einen variablen ND-Filter, das heißt einen Graufilter, den man in seiner Intensität verstellen kann. Warum habe ich das Ganze? Ich spiele damit ganz gerne rum. Die Dinger sind von ihrer Qualität sehr unterschiedlich, da muss man dann wirklich den Geschmack entscheiden lassen. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt in Italien nicht genutzt, habe es aber irgendwie ganz gerne dabei, für den Fall, weiß ich nicht, dass ich doch mal länger belichten möchte und ausprobieren möchte. Und was ich noch dabei habe, ganz wichtig, und das habt ihr in einem anderen Video von mir gesehen, einen Polfilter, einen CPL-Filter. Denn ein CPL-Filter ist ideal, richtig cool, wenn ihr in ein Land fahrt mit viel Grün, mit viel Sonne und mit Wasser. Und natürlich auch bei anderen Sachen, aber in diesem Fall hat es mir wirklich am Herzen gelegen, das Teil auch zu benutzen in der Landschaftsfotografie. Ja, schaut euch dazu mal ein Video an, Polfilter bzw. CPL-Filter in der Landschaftsfotografie. Und jetzt kommt mein Gimmick, weil die Tasche immer noch nicht ausgereizt war und ich noch ein ganz kleines bisschen Platz hatte, habe ich mich entschlossen, noch ein Set, also eine einzige Ausführung meiner Funkauslöser mitzunehmen. Warum? Weil in dem hintersten Kämmerchen dieser Tasche noch Platz war für dieses kleine Schätzchen. Das Teil hier ist ein Yongnuo YN460 manueller Blitz. Das Ding ist super cool, weil es kostet in der Anschaffung nur irgendwas so 20, 30 Euro. Es lässt sich manuell regeln, was für mich immer ein Pluspunkt ist, denn es macht die ganze Sache einfacher. Für alles andere bin ich zu doof oder sowas. Ist mir zu kompliziert. Und damit wäre ich für mich ausgestattet gewesen für Porträts, Landschaft, Street. Also für das, was mir wichtig ist. Ihr habt ein paar Bilder von mir gesehen. Ich blende euch vielleicht auch noch das eine oder andere ein. Aber das ist der Teil, den ich in meiner Kameratasche habe. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Logischerweise Kamera mit Batterie, beziehungsweise hier Batterie und Speicherkarte und Objektiv. Also Weitwinkelobjektiv, hatte ich ja gesagt. Ein Ersatzobjektiv für Porträts, ja, so damit ich dann eben auch diese beiden Extreme abdecken kann zwischen knackscharf und knackscharf und viel Unschärfe. Dann ein paar Filter für die Landschaftsfotografie. Das muss jeder für sich entscheiden, wie er denn seine Leidenschaften so hat. Und ja, und eigentlich dann nur noch Ladegerät und ein Blitz, wenn man den braucht. Viel mehr würde ich auch gar nicht mehr mitnehmen wollen. Denn ich hatte es vorhin angesprochen, nicht alles habe ich benutzt. Nicht alles wird man benutzen. Und das hat für mich folgende Vorteile. Erstens, ich kann mich hundertprozentig auf das fotografieren, was ich mit meiner Ausrüstung ablichten kann, kann diese Ergebnisse natürlich entsprechend verbessern, weil ich nicht dahin abrutsche zu überlegen, oh, was könnte ich noch machen, welches Objektiv wäre besser, wie kriege ich es vielleicht noch besser hin. Nein, so habe ich für mich einen Fokus darauf, was ich machen möchte, darauf, was ich kann und welche Möglichkeiten ich dafür oder welche Möglichkeiten mir dafür zur Verfügung stehen. Das war also in meiner Tasche. Alles andere wäre jetzt was kaputt gegangen, wie ein Akku, eine Speicherkarte, hätte ich mir vor Ort gekauft. Wichtig ist für mich die Grundausstattung. Wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich die Kamera nicht einmal aufgeladen. Ich habe natürlich die Bilder runterkopiert. Wenn was kaputt gehen würde, wenn die Tasche gestohlen würde, wäre das absolut ärgerlich. Aber man wäre nicht komplett handlungsunfähig, also für mich jetzt als Fotografen.
Weil das ganze Equipment weg wäre, wenn das Ding runterfällt, also der große Koffer, dann ist auch nicht alles kaputt. Insofern war das für mich der ideale Kompromiss. Wie seht ihr das? Was nehmt ihr gerne mit? Beziehungsweise welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Nehmt ihr lieber alles mit, so viel wie geht? Oder macht ihr lieber die Ausstattung klein und habt ihr vielleicht sogar eine eigene Reisekamera? Das würde mich absolut interessieren, denn ich bin sehr davon abgekommen, immer alles dabei haben zu wollen. Ich denke, gute Fotos erzeugt man durch Weitblick, also dadurch, dass man sich überlegt, wo reise ich hin, welche Möglichkeiten muss ich haben, welche Möglichkeiten will ich vielleicht sogar haben, denn nicht immer ist alles gut, was man haben kann oder was man machen kann. Manchmal ist es auch gut, sich einzuschränken oder vermeintlich einzuschränken und dadurch den Fokus zu erhöhen, um somit ein besseres Ergebnis zu haben. Teilt das Video, lasst mir einen Kommentar da, ich freue mich auf euer Feedback. Für mich war Italien absolut, also fotografisch absolut toll und gut abgedeckt. Ich habe nichts vermisst, eigentlich fast noch zu viel gehabt, denn ich habe nur die Kamera benutzt mit dem, was ihr gerade gesehen habt. Blitz und Porträt ist rausgefallen und damit bin ich sehr gut gefahren. Ich freue mich auf euch und eure Fotos vielleicht könnt ihr mir das ein oder andere in den Kommentaren posten. Bis dahin. Viel Spaß, lasst es euch gut gehen, ne? Genießt das Wetter, euer Jörg.